Endlich ist er da, der Stolperstein für Sophonias Toys, der als einziger Steinheimer mitgeholfen hat, den Boxeraufstand niederzuschlagen und der in seiner begründeten Gegnerschaft gegen die Nazis im Jahre 1945 von diesen in Plötzensee hingerichtet wurde. Der China Toys war ein leidenschaftlicher Sammler, Imker und zuletzt auch ein Einsiedler, der an der oberen Ziegelhütte gelebt hat. Der 1875 in Steinheim als Landwirtssohn geborene Toys züchtete Yucca-Palmen. Sophonias Toys war vermutlich der einzige Steinheimer, der damals über einen Fotoapparat, ein Fahrrad, eine Schreibmaschine und über Durchschlagspapier verfügte und der sehr viel Schriftliches und Bildliches der Nachwelt hinterlassen hat. In der württembergischen Cartoon-Manufaktur in Heidenheim hatte Toys nach Abschluss der Volksschule gearbeitet. Er rückte dann als Rekrut zu den Gelben Dragonern nach Stuttgart ein. Später war er Bursche beim Rittmeister und Baron Max von Gemmingen-Gutenberg, ehe er 1900 nach China zum Armeekommando versetzt wurde und am Boxeraufstand teilgenommen hat. Im Ersten Weltkrieg war Sophonias Toys als Sanitätshundeführer dabei und erlebte bei Verdun das unbeschreibliche Leid und Elend des Krieges. Der Steinheimer wurde zum Pazifisten, wurde ähnlich wie Georg Elser zu einem unermüdlichen Mahner für den Frieden. Der Einsiedler von der oberen Ziegelhütte hat jetzt einen Stolperstein bekommen. Vielleicht regnete es bei der kurzen Feier deswegen so heftig und störte auch die Tonaufnahmen in diesem Film, weil die Steinheimer nicht früher sich um ein Andenken an Sophonias Toys bemüht haben. Aus seinen Reisen, von seinen Reisen aus Afrika, vor allem aus China, edelste Gewänder mit der Familie Toys verbunden sind, unsere Gemeinderäte, deren Mitwirken mit unseren Mitwirken wir entschieden haben, dass wir diesen Stein verlegen wollen. Ich bin begeistert, wie die Steinheimer das machen. Das war ab. Ich bin eigentlich vor Sophonia als Toys. Die erste Frau, die in Deutschland studieren durfte. Ein Begräbnis hat Sophonias Toys keines bekommen. Ich meine.